dann begrüße ich jetzt alle zur Pressekonferenz am 9. Januar 2020 vor dem Spiel im EHF Cup gegen Kastamonu und ja, vor dem Mittwochsspiel hier in Erfurt am 15.01. gegen Göppingen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir hatten eine sehr lange Fahrt gestern vor uns, haben uns im Pokalspiel den letzten Schritt Richtung Final Four nach Stuttgart erkämpft. Und ich verwende bewusst das Wort erkämpft, weil wir auf einen Gegner getroffen sind, für die das natürlich das Spiel des Jahres war. Die hochmotiviert waren, die sich super eingebracht haben. Auch wenn die Fahrt nach Nordhalensee sehr lang und beschwerlich war, so war, muss ich sagen, für den Damenhandball hat sich das wirklich ausgezahlt, weil die Halle war bombenvoll und Nordhalensee hat von der ersten Sekunde an sich mit allem, was sie hatten, gewehrt, haben gekämpft, verbissen um jeden Ball und um jede Aktion, haben aus meiner Sicht sicherlich auch das Spiel des Jahres gemacht, haben super gut gespielt. Und ich habe sehr früh versucht, schon durchzuwechseln. Habe als erstes, was ich ja sonst gar nicht tue, die Wetter schon nach 13 Minuten rausgeholt, in der Hoffnung, ihr doch längere Pausen geben zu können. Hatte eben in der ersten Halbzeit schon kunterbunt alles durchgewechselt. Und Nordhalensee hat aber da wirklich keinen Schritt zurückgesteckt und ist auch dann verdient mit nur einem Tor Rückstand 14:15 in die Halbzeitpause gegangen. Und wir haben dann doch eine längere Anlaufzeit als gedacht gebraucht, um letztendlich die Geschichte klar zu machen. Ich glaube, hinten raus hätte es auch nochmal mit 10 Toren ausgehen können. Wir hatten bei plus 9 nochmal die Chance, auch das 10. zu machen, haben das liegen lassen. Und da hat Nordhalensee dann noch das 26:34 geschossen, was sie sich auch verdient haben. Es war schwerer als erwartet. Wir haben sicherlich nicht gut gespielt. Da müssen wir nochmal einen guten Zahn zulegen, wenn es am Sonntag im Europapokal, im EHF Cup weitergeht. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass das erste Saisonziel erreicht ist. Wir sind in Stuttgart, wir sind beim Final Four und können dadurch die Chance wahrnehmen, unseren Titel zu verteidigen. Gestern Abend hat sich ja auch Dortmund als der erste Final Four-Teilnehmer rauskristallisiert in einem spannenden Spiel. Habe ich mir heute Nacht noch angeguckt, 29-27 gegen Bietigheim. Letztendlich war das wirklich das letzte klare Signal von Dortmund, dass sie in diesem Jahr bereit sind, sogar alles zu gewinnen. Und jetzt werden wir sehen, was an diesem Wochenende, Freitag ist ein Spiel, am Sonntag das nächste, welche beiden Mannschaften jetzt noch folgen zum Final Four. Wie gesagt, damit bin ich letztendlich, auch wenn ich mit dem Spiel an sich nicht zufrieden bin, da müssen wir gerade, was unser Abwehrverhalten betrifft, nochmal die nächsten 2 Tage gut arbeiten, weil wir haben schlecht gegen den Kreis verteidigt, haben den Zugriff auf die Rückraumwerferinnen, die sehr mutig in die Lücken gegangen sind, nicht so gehabt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dadurch sind wir nicht so zu leichten Tempo-Gegenstoßtoren gekommen, wie wir es erwartet haben. Es gibt also noch einiges zu tun. Damit ist aber der Fokus erstmal weg vom Pokal. Wie gesagt, erstes Saisonziel haben wir damit erreicht. Und jetzt konzentrieren wir uns auf das zweite Gruppenspiel im EHF Cup. Kastamonu ist eine Mannschaft, die gespickt ist mit türkischen Nationalspielerinnen. Auch ganz gute Ausländerinnen in seinen Reihen hat. Ich erwähne nur die rumänische Torhüterin Porumbescu. Ich erwähne die komplette rechte Seite mit Olga Waschuk, die zwar inzwischen schon eingebürgert ist, aber dann haben wir noch eine überragende Rechtsaußen aus Russland und eine alte Bekannte wird auch nach Thüringen kommen, nämlich mit Serpilis Kenderoglu kommt eine ehemalige Spielerin von mir, die ich in Nürnberg trainiert habe und da freue ich mich sehr aufs Wiedersehen. Eine fantastische Mittelspielerin mit einem unglaublich tollen Haken, aber das Hauptaugenmerk wird sicherlich auf Jelis Özil zu richten sein, eine absolute Weltklasse-Spielerin, die schon in den tollsten Mannschaften gespielt hat. Nicht nur, dass sie in frühen Jahren schon in Dänemark gespielt hat, mit Wiltshire hat sie jahrelang um die Champions League gespielt, war da eine der dominierenden Spielerinnen im internationalen Damenhandball. Sie wird mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Abgeklärtheit und sicherlich etliche Probleme machen und da heißt es, gut Zugriff zu kriegen.
Sie ist eine sehr intelligente Spielerin, die sehr ausgefallene Ideen auch entwickelt ins Spiel, und da heißt es sofort, gute Zwischen zu fahren. Auch auf die Rückraum links, auf Iskit, heißt es extrem zu achten. Er hat einen guten Wurf aus dem Rückraum. Da tun wir gut daran, entsprechend rauszutreten und besser die Rückraumwürfe zu verteidigen, als wir das gestern gemacht haben. Ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass wir diesen ersten Schritt positiv in diese Gruppenphase gemacht haben, in Most klar gewonnen haben. Und jetzt heißt es aber zu Hause, die Aufgabe nicht nur anzunehmen, sondern die Tabellenführung praktisch zu behaupten, weil ich denke, dass Debrecen zu Hause gegen Most gewinnen wird. Und da müssen wir, um im Kampf um den ersten Tabellenplatz zu bleiben, in dieser Gruppe natürlich zu Hause gewinnen. Wir freuen uns auf Nordhausen, wir freuen uns auf die Wienigsburghalle, wir freuen uns auf unsere Fans. Ich bin sehr, sehr glücklich, weil im letzten Heimspiel in der Riedhalle ja doch mit 1600 Zuschauern eine schön gefüllte Halle da war. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, und ich kann nur unsere Fans einladen. Gegen einen spielstarken Gegner wird das sicherlich ein sehr interessantes Spiel. Ich gehe davon aus, dass auch wieder viele Tore fallen werden, dass wir ein schnelles Spiel erleben werden. Kann ich also nur unsere Fans einladen, uns zu unterstützen, uns zu begleiten, uns dorthin zu pushen, dass wir wirklich auch die Tabellenführung unserer Gruppe verteidigen können. Ich freue mich auf dieses Europacup-Spiel. Es ist wieder eine Mannschaft, gegen die wir noch nicht gespielt haben. Und auf der anderen Seite ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jedes Spiel in diesem EHF Cup mit dem nötigen Ernst angehen, weil gerade wenn du um den ersten Tabellenplatz fighten musst, darfst du zu Hause keine Punkte lassen. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, der erste Tabellenplatz gibt dir ein leichteres Los im Viertelfinale, und das Viertelfinale ist ja unser erklärtes Ziel. Ja, dann müssen wir auch weiter vorausschauen Richtung Bundesliga. Am Mittwoch steht das erste Heimspiel in der Bundesliga des neuen Jahres an. Auch darauf freuen wir uns. Mit Frisch auf Köppingen kommt eine Traditionsmannschaft, die jetzt gerade im letzten Spiel die Kurve bekommen hat, klar mit 30-21 gewonnen hat. Eine Mannschaft, die immer einen kleinen Kader hat, aber die vollzählig bei uns antreten werden. Und das macht sie sicherlich auch gefährlich. Wir müssen auch da definitiv in diesem ereignisreichen, drei hochzeitsträchtigen Januar mit ganz, ganz vielen Spielen müssen wir die Favoritenrolle annehmen und alles dran setzen, um das Spiel zu gewinnen. Weil man hat ja gesehen, speziell Dortmund lässt momentan sicherlich gar nichts liegen. Und da heißt es einfach, diesen Abstand, der ja beträchtlich mit den 4 Punkten ist, in diesem Rahmen zu behalten und sich die Chance offen zu halten, in der Meisterschaft weiter um den Titel mitzuspielen, weil auch das muss unser Ziel sein. Fazit. Wichtige Spiele, viele Spiele in den nächsten Wochen, aber in erster Linie auch, wie man schon rausgehört hat, die Pflicht, Siege einzufahren, aber auch speziell nach dem Pokalspiel sofort wieder leistungsmäßig nochmal eine Schippe drauflegen, um ähnlich wie in Most dann zu performen. Das muss das Ziel sein. Ich will, dass die Mannschaft in den nächsten Wochen nochmal wächst, die Sicherheit bekommt, die Konstanz im Spiel und die Qualität, um eben in den nächsten Wochen zu bestehen. Dankeschön.